Willkommen, liebe Zuschauer. Wie Sie sehen, bei mir ist Thorsten Küffner aus der Redaktion vom Aktionär. Wir wollen jetzt den ein oder anderen spannenden Einzelwert besprechen. Erstmal, hi Thorsten, schön, dass Hallo. Du da bist. Wir müssen natürlich heute mal über Thomas Cook sprechen, das Börsenthema heute Morgen schlechthin in der Nacht. Die Pleite verkündet, Konkursverfahren mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten, keine Flugzeuge heben mehr ab, außer die der Tochter Condor. Absoluter Stillstand, Aktie auch vom Handel ausgesetzt. Aktuell, ja, was? Wie schätzt du die Lage ein? Gibt es hier überhaupt was zum Einschätzen noch? Es ist eigentlich schon quasi Hopf und Malz verloren. Das hat sich jetzt über die ganzen letzten Monate nicht eingedeutet. Ja. Spätestens Freitag, als es hieß, nachdem man monatelang über ein Rettungspaket von so knapp 900 Millionen Pfund verhandelt hatte mit Fosun und anderen Gläubigern. Und als dann die Meldung kam, voraussichtlich braucht man weitere 200 Millionen. Da hat es schon gezeigt, dass es wirklich äußerst schwer für das Unternehmen sein wird, hier die Pleite noch abzuwenden. Und ja, jetzt kam sie eben. Für die Aktionäre ist jetzt kein richtiger Trost, aber wahrscheinlich selbst bei einer Rettung wäre wahrscheinlich die Aktienzahl so arg gesteigert worden, dass der Aktienkurs quasi sehr stark verwässert worden wäre. Und auch dann wäre wahrscheinlich kaum noch etwas zu holen gewesen. Ja. Jetzt hat man wahrscheinlich Klarheit, dass es, mal schauen, ob es dann nochmal weitergeht, ob die Aktie nochmal zugelassen wird. Aber wenn, dann wahrscheinlich nochmal weitaus tiefer. Also die Aktie ist quasi Großbritannien hat ja auch weitere Hilfen jetzt in Aussicht gestellt. Aber wie gesagt, das würde den Aktionären nicht helfen. Also die Aktie sollte man, hätte man schon die ganzen Monate nicht anfassen sollen. Und dabei bleibt es natürlich. Ein Großteil der Anleger hat das ja auch schon mehr oder weniger alles kommen sehen und sich davon getrennt. Und jetzt hier im Bereich von 4 Cent, wenn überhaupt noch. Also ja, ist natürlich eine traurige Geschichte, wenn ein Unternehmen pleite geht, gar keine Frage. Aber dann auf der anderen Seite schielt man als Aktionär natürlich auch immer ein bisschen auf die Unternehmen, die da vielleicht ein bisschen von profitieren können. Und einer der größten Konkurrenten von Thomas Cook ist ja nach wie vor TUI. Und wir sehen tatsächlich bei der Aktie jetzt auch kleinen Auftrieb, wobei das ja noch kein ist das schon aktueller Kurs mittlerweile um die Uhrzeit, müsste sogar schon stimmen, war sowieso schon charttechnisch interessant, aber das ist natürlich heute eine gute Lage. Ja, durchaus. Ich meine, TUI ist so in Europa die Nummer 1, Thomas Cook die Nummer 2. Wenn natürlich die Nummer 2 gefällt, ist das natürlich für die Nummer 1 nie schlecht. Jetzt würde es spannend werden, eventuell will ja TUI noch eine Allianz schmieden mit zwischen TUI Fly und Condor. Mal sehen, ob da Lufthansa zwischenspritzt oder vielleicht der Konkurrent EasyJet. Das wird man, beobachten müssen. Aber an sich ist natürlich klar. Ich meine, TUI, da waren viele, da hat der Brexit reingespielt in diesen schwachen, Kursverlauf. Da hat natürlich auch die Probleme der Boeing 737 MAX-Maschinen reingespielt. Also für die TUI ist 2019 bislang sehr, sehr viel schlecht gelaufen. Dementsprechend sieht es bei der Performance auch mau aus. Aber wir bleiben dabei. TUI ist hervorragend aufgestellt. Man hat anders als Thomas Cook eine sehr solide Bilanz. Man ist auch breit im Kreuzfahrtgeschäft aufgestellt mit eigenen Hotels. Also uns gefällt die Aktie sehr gut. Die Bewertung mit einem KGV von 8 für das kommende Jahr, mit einer hohen Dividende, die 6% ist gut. Die Vorstände haben massiv eingekauft. Auch der Aufsichtsratschef, das ist der Dieter Zetsche von Daimler, ist der Aufsichtsratschef. Auch er hat ja kräftig zugekauft in den vergangenen Monaten. Also ich glaube wirklich, bei TUI muss man Mut haben. Ich meine, das ist jetzt kein Schaden, der ein Witwe- und Waisenpapier ausmacht, aber ich glaube, bei TUI bleiben die Chancen weiterhin gut und sie sind jetzt nicht schlechter geworden durch diese Pleite des Rivalen. Aber du sagtest es ja auch schon, der Brexit ist ja ebenso ursächlich für den jüngsten oder den letzten massiven Kursverfall der TUI-Aktie. Bei Thomas Cook hat er quasi das ausgelöst. Er hat einfach dazu geführt, dass ihm viele Briten lange sich zurückgehalten haben. Ja. Jetzt, also kriegsentscheidend war er wahrscheinlich nicht mehr, aber er hat eben etwas belastet. Das ist natürlich ganz klar, da eben gerade für die Sommerbuchung wussten viele Briten ja nicht, können wir überhaupt noch ohne Probleme nach Mallorca fliegen? Haben wir nicht ganz andere wirtschaftliche Probleme? Ja. Das hat beiden natürlich zugesetzt, mit anderen auch noch. Aber wie gesagt, vor allem bei TUI war es eben auch die Boeing-Geschichte. Und ich glaube wirklich, dass wir 2020 bei Boeing, bei TUI ein deutlich besseres Ergebnis sehen werden. Und ich glaube wirklich, wer Mut hat, der kann sich jetzt hier positionieren. Vor allem aus Trading-Aspekten. Die Seitwärts-Rage wird anscheinend gerade aufgelöst. 200-Tage-Trend steht jetzt zur Disposition, also für Mutige. Okay. Ja. Starke Nerven muss man auch als Lufthansa-Aktionär haben, mit der schwächste DAX-Wert oder, glaube ich, nach wie vor sogar der schwächste DAX-Wert des Jahres. Hier können wir vielleicht mal über das Klimapaket oder das Klimapaketchen, wie es Kritiker nennen, der Bundesregierung sprechen. Welche Auswirkungen könnte das denn für Lufthansa haben? Für Lufthansa selber eher geringe. Ich meine, es sollen ja eher so auf die Kurzstreckenflüge stärker besteuert werden. Das ist ja nicht das, mit dem die Lufthansa ihre Gewinne vor allem erzielt. Man ist eher stärker bei der Langstrecke. Dort hat man große Profite. Es ist ja zum Beispiel EasyJet-Chef schon kritisiert, dass das ja eher so eine Art Bestandsschutz für Lufthansa ist. Da ist eher Ryanair und EasyJet das Leben schwerer macht. Und
ja, da könnte wirklich was dran sein. Also wegen dem Klimapaket braucht man sich bei der Lufthansa jetzt wenig Gedanken machen. Jetzt wird es natürlich auch spannend. Auch die Lufthansa hat ja so ein bisschen Interesse an Condor schon bekundet. Mal sehen, ob man sich das mit einverleiben könnte. Man sollte aber sich den Fehler machen und jetzt vergleichen mit der Situation von 2017. Damals ist ja die Air Berlin pleite gegangen, aber das war ein weitaus größerer Happen. Es wird nun spannend, was passiert mit Condor, ob jetzt vielleicht auch Kapazitäten insgesamt vom Markt gehen. Das wäre ja vielleicht für Lufthansa und für viele andere Fluggesellschaften wirklich ja, gut, denn man muss einfach sehen, die Ticketpreise stehen unter Druck. Es gibt einfach oftmals auf vielen Strecken ein Überangebot, das belastet Ticketpreise. Und von daher wäre jetzt für Lufthansa nicht schlecht, wenn vielleicht der ein oder andere Wettbewerber in dieser schwierigen Zeit noch ausscheiden würde. Aber das ist jetzt alles noch Spekulation. Klar, du hast es angesprochen, schwächster DAX-Wert bis jetzt. Normalerweise ist es selten so, dass die schwachen Werte eines laufenden Jahres im vierten Quartal nochmal aufdrehen. Also es könnte wirklich sein, dass die Lufthansa jetzt weiter noch einige Wochen, Monate etwas leiden muss. Aber langfristig betrachtet muss man ganz klar sagen, ich meine, wir haben einen hervorragend aufgestellten Konzern, starke Bilanz, niedrige Bewertung, KGV von 4, Kursbuchwertverhältnis von 0,8. Also es ist wirklich ein absolutes Schnäppchen, weit unter Eigenkapital. Wer wirklich Geduld hat, wer Mut hat und Langzeit, der kann wirklich bei der Lufthansa sich jetzt positionieren. Oder man kann auch abwarten, vielleicht gelingt das so gerade Anfang 2020 dann so der Turnaround bei der Aktie. Jetzt drängt es sich noch nicht so richtig auf, aber man soll die Aktie auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Okay, das machen wir dann sowieso gemeinsam. In der nächsten Sendung werden wir das mal ein bisschen beobachten, was die deutsche Lufthansa und die anderen spannenden Werte aus der Branche natürlich tun. Das war's auch schon wieder für den Moment. Ganz herzlichen Dank, Thorsten, für deine Einschätzungen. Und liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren.